Moin liebe Leute, was geht ab? Mein Name ist der Blockhoff und wir zocken die FIFA 18 Demo. Ja, die ist gestern, also Mittwoch, rausgekommen. Habe sie auch schon auf Twitch angezockt. Wer den Link noch nicht kennt, einfach in die Videobeschreibung gucken. Ich sende ihn auch mal kurz rechts oben rein, wer sich das anschauen will. Ich bitte euch drum, der schaut da bitte rein. Was für ein geiler Kopfball. Ich habe keinen Plan, wie das gehen konnte. Easy. Geil. Ich freue mich. Ich nehme das hier ganz genau unter die Lupe für euch, meine Freunde, damit das hier wirklich auch mit rechten Dingen zu sich geht. Wir spielen nicht auf Halbprofi. Mein Gott, wie sehe ich denn aus? Wen haben wir so Neues dabei? Costa haben wir schon dabei, der von Bayern gekommen ist. Dybala auf der 10 natürlich. Higuain, krasse Stärke, auf jeden Fall Higuain mit einer 90er Stärke, Dybala mit einer 88er Stärke, Buffon mit einer 89er Bewertung, mit seinen trotz alledem 39 Jahren, Leute. 39 verdammte Jahre. Die Augen sehen schon mal sehr geil aus, sehr gut gemacht, schön glasig. Der Bart, für mich jetzt nicht ganz so. Und Buffon hätten sie auch ruhig ein bisschen älter machen können, meiner Meinung nach. Also, da fehlen noch so ein wenig die Falten. Mit knapp 40 Jahren sieht man doch ordentlich, dass er auch in die Jahre gekommen ist. So, der Rasen, man sieht auf jeden Fall, ist nicht mehr ganz gleichmäßig grün. Ja, man sieht zum Beispiel, wenn ihr mal darauf achtet, sieht man jetzt ein bisschen besser auch, wie der Rasen kaputt geht. Die kaputten Stellen des Rasens, ja, obwohl die jetzt eigentlich noch nicht da sein dürften, nach kurz vor Anpfiff eines großen Freundschaftsspiels. Trotzdem sieht man sie. Finde ich aber ganz schön eigentlich. Es gibt ein bisschen Realismus dazu. Aber die Grafik ist mir ein wenig. Ich spiele auf höchste Grafikeinstellung. Die Grafik ist mir ein wenig zu. Ja, zu fein. Ne? Also die Farben sind sehr gleichmäßig. Die Haare sehen für mich. Ja, die sehen für mich eigentlich ganz okay aus. Außer, dass sie halt ganz schön aufgeschmiert sind, ja, die sind nicht in einzelne Phasen oder Fasern so gegliedert, ja, das ist einfach eine Standard, ja, Haarfrisur. Die Augen dagegen sehen sehr schön aus, haben sie gut gemacht, schön realistisch, kein einfaches Weiß mit, mit irgendwelchen Punkten drin, nein, natürlich haben sie hier auch ein bisschen zugelegt. Was ich davor schon angesprochen habe, der Bart, ja, ist jetzt nicht so mein Fall. Wenn man stehen bleibt, gut, sieht man ihn auf jeden Fall ein bisschen besser. Sieht er schöner und klarer aus. Man sieht auch die einzelnen Haare. Ja, gut. Es geht besser. Manchmal jetzt zum Beispiel seht ihr an seiner rechten Lippe, also an seiner linken so gesagt, von unserer Seite aus rechts, dass die Texturen da ein wenig matschig aussehen. Ja, wenn man jetzt so schaut, wenn wir jetzt wahrscheinlich wieder so machen, ja, sieht das alles schon wieder ganz anders aus. Aber die Texturen sind manchmal zu matschig. Und ruhig von mir auch, hätten sie ihn ruhig ein bisschen älter machen können. Gerade die Augenpartie hätten sie älter machen können. Buffon sieht hier aus wie ein, ja, keine Ahnung, 29-Jähriger, also 10 Jahre jünger, als er eigentlich ist. Bei den Trikots her muss man sagen, gefallen sie mir eigentlich recht gut. Muss man aber auch dazu sagen, dass die Farben sehr sättigend sind, ja. Da fehlt so ein bisschen der Realismus dabei, die einzelnen Fasern. So, sie sind meistens aus so einem feinen Synthetikmaterial, was hier mir so ein bisschen fehlt. Hier sieht es eher aus, ich weiß nicht, wie was Gummiartiges, ja. Da fehlt mir einfach diese Elastizität so ein bisschen dran. Diesen ganzen Flair, wo man sagt, okay, das sieht richtig realistisch aus, das sieht gut aus. Was sie hier aber auch natürlich gemacht haben, sind die Schatten und die Knicke in den Trikots. Hätten sie aber ruhig ein bisschen mehr machen können. Jetzt nicht falsch denken, es sieht alles sehr gut aus. Klar, für ein Spiel ist es eine sehr gute Grafik. Ich setze hier weniger drauf, das Spiel zu gewinnen eigentlich. Ich will euch hier mehr oder weniger zeigen, wie das Spiel sich überhaupt spielt. Es spielt sich gut, nicht viel anders als FIFA 17. FIFA 17 kam ja daher mit einer neuen Engine, einem neuen Spielgefüge. Das wurde hier eigentlich übernommen, nur halt verschönert. Ja, modisch ist gerade den ganzen Weg zum Beispiel
hätte man auch schöner machen können. Modric ist gerade den ganzen Weg zum Beispiel von meinem Strafraum zu seinem gelaufen, als mein Konter kam. Und schon sieht man ihn wieder durch die Nase atmen, als wäre nichts gewesen. Keine Schweißtropfen oder ähnliches. In der 40. Minute sieht man normalerweise immer die Schweißtropfen. Wir können uns das eigentlich auch nochmal schön ansehen. Am besten von einem Mittelfeldspieler. Alexandro, ja, der wirklich sehr viel läuft. Man sieht hier noch gar nichts. Schöne Grätsche. Können wir uns jetzt auch nochmal anschauen. Auch von der Armbewegung her. Ja, das ist ganz wichtig. Hier zum Beispiel sieht man sehr schnell. Auch wenn, natürlich, es sieht nicht ganz schön aus. Ne? Der Fuß sieht halb gebrochen aus. Das Knie bewegt sich auch in eine Richtung, wo man sagt, aua, aua, tu das not, dass es so sein muss. Das sieht schon nicht ganz schön aus. Leider, leider, leider. Das sind jetzt natürlich Details, ne? Das dämmt den Spielstart jetzt nicht ungemein, aber für solche Hardcore-Fans, die jetzt sich was Besseres erlauben, die sich jetzt was Besseres erwarten, ist es natürlich schon ein kleiner Stampfer in den Boden, würde ich meinen. Auch der Kopf, der sich nicht so ganz natürlich bewegt, ja, der mal eine schnell 90-Grad-Wendung macht, ist jetzt nicht ganz so schön. Unnatürlich einfach. Und hätte man besser animieren können. Ja, der Cristiano Ronaldo, wie er halt läuft und rennt. Mit seinen Armen ganz weit, ganz breit. Ja, das sieht schon ganz gut aus auf jeden Fall. Das ist original eher. Ja, sein Laufstil ist halt so. Anhand eines anderen Spiels würde ich euch jetzt gerne zeigen, wie diese Bogenlampen immer funktionieren. Ja? Sie haben zum Beispiel gesagt, dass jetzt spezifische Flanken gestellt werden können, nicht nur hoch, flach oder halb hoch, denn sie haben auch gesagt, dass man nur solche genannte Bogenflanken im Spiel selbst hinbekommen kann. Und das würde ich euch nun zeigen. So, jetzt haben wir hier mal einmal die Situation. Ich drücke jetzt mal Flanken. Ja, ihr seht ungefähr die Bogenflanke, ja, sie läuft nicht mehr geradewegs, sondern mit einem gewissen Schnitt, sehr realistisch auf jeden Fall, weil man solch eine Flanke nicht gerade schießen kann. Vor allem, sie muss, wenn man sie nicht mit Vollspann schießt, was man eigentlich nicht tut, muss sie gebogen sein. Und so kann es ungefähr gehen. Was sie auch noch verändert haben, ist natürlich das Stellungsspiel der Spieler. Das haben sie, wie sie das in jedem Teil also ansagen, haben sie das jetzt auch wieder verbessert. Sie haben das Stellungsspiel sowohl der Defense als auch der Offense wieder verbessert, weil es ja auch jedes Jahr neue Strategiemöglichkeiten gibt und auch von Menschenhand, also in Real Life, so gesagt kann man es auch sagen, auch in Real Life sollte Strategien umgestellt werden und neue erfunden werden. Natürlich auch, die baut man dann natürlich hier mit ein. Schaut mal genau hin, wie der Torwart davor anfängt zu springen, ja? Zack, achtet mal auf die Krähe. Achtet mal darauf, wie er anfängt davor zu springen, bevor er abspringt. Ja, hier, zack, und dann springt er. Er macht sich so gesagt bereit für den Sprung, ja? Damit er schneller aktiv ist, damit er beweglicher ist in seiner Form. Und so kann er das Ding dann natürlich auch halten. Schön gemacht, schöne Animation. Ist mir davor nie aufgefallen. Sieht jetzt richtig gut aus. Ihr seht jetzt da unten links, ne? Mal ganz kurz. Ihr seht jetzt da unten links gleich eine Anzeige. Denn der Computer will euch jetzt, so gesagt, einen Wechsel vorschlagen. Ihr müsst diesen entweder zustimmen oder lasst ihn einfach ablaufen und stimmt ihn somit nicht zu. Finde ich ganz praktisch eigentlich für den Karrieremodus, bei dem man sich eher denkt, dass, also bei dem man sich eher die zweite Elf nicht so ganz konzentriert. Wichtig ist für mich eigentlich die erste Elf, muss ich mal ganz ehrlich zugeben. Die erste Elf, die am Anfang spielt, ist für mich am wichtigsten. Alles, was danach kommt, ist nur damit sich die anderen Spieler ausruhen können. Wie sieht es bei Yaya Touré aus? Yaya Touré ist ein bisschen heftiger erwischt worden. Sieht schön aus, auch die Tropfen hier, die hier an der Seite langlaufen bei ihm. Schön gemacht, auch am Nacken. Cool. Schaut euch das mal an, bitte. Hier, zack, im Fallen hat er den dann noch wegbekommen. Ob das Absicht war oder nicht, kann ich schwer beurteilen, aber es sieht danach aus, als wäre es Absicht gewesen. Das sah gut aus. Er hat sein ganzes Körpergewicht reingelegt, cool, Aguero. Und so haben wir jetzt den Ball gewinnen. Schön. Ihr könnt euren Lauf anpassen, indem ihr, ja, ich sag das mal auf PlayStation Art, R2 oder L2 drückt. R2 ist schnellerer Schuss, L2 ist langsameres Anlauf. Wir laufen jetzt mal langsamer an, ja.
zack, treffen. Das kann im 1 gegen 1 gegen andere Spieler durchaus nützlich sein. Ihr könnt es auch variabel einsetzen und zuerst zum Beispiel schnell anlaufen und jetzt zum Beispiel langsam, zack, habt ihr zum Beispiel gesehen. Er hat ihn jetzt gehalten, gut antizipiert. Das nennt der Abiturient antizipieren. Ich freue mich, wenn ihr vielleicht auch mal beim Twitch-Kanal vorbeischaut und wünsche, drückt doch mal den Abo-Button, wollte ich dazu sagen. Und ein Like würde mich auch wahnsinnig freuen und mir sehr viel weiterhelfen. Bis dahin, Leute, macht's gut und na klar, cheerio!